auf dem Weg zum Neujahrsspaziergang. Wir fahren auf dem Penang Hill. Hier sieht man so einen kleinen, ich glaube, es ist ein Kolibri. Ja, der hat eben auch aus einer Blume getrunken. Ja. Oh, noch ein gelber. Richtig was los. Und wir sind erst am Anfang. Ja. Der Alma nimmt wieder nicht die Bahn, sondern geht die Treppen hoch. Zusammen mit ein paar Jackfruits. Die liegen hier rum und wachsen hier. Riesig. Südostasien ist ja, weiß Gott, nicht für Backwaren bekannt. Das merkt man hier. Wir haben so schöne Käsestangen gekauft auf der Wanderung. Zeig mal die Konsistenz. Die sind wirklich wie Gummi. Ja, das wäre nicht so schlimm, aber es ist massig an Zucker drauf. Also es ist süß und mit Käse. Also es schmeckt mäßig. Aber der Hunger treibt es runter. Ne, wir brauchen ja hier Energie. Diese Treppenstufen stehen uns noch bevor. Sportlich ins neue Jahr. Oh. Im Schweiße unseres Angesichts sind wir bei der Hälfte angekommen. Ja, immerhin. Immerhin. Gut, dass der Alkohol gestern um 10 Uhr abends aus war. Ich glaube, sonst hätte es heute fies werden können. Ja, wir haben trotzdem Muskelkater vom Tanzen. Deswegen erhöhter Schwierigkeitsgrad. Aber das sind die Treppen, die wir gerade zurückgelegt haben. Hier hat man schon ein bisschen Ausblick. Und das hier ist übrigens die Nationalblume von Malaysia. Die gibt es in verschiedenen Farben. Und ist hier auf dem 50er drauf, auf dem 50-Ringgutschein. Das sind in Euro knapp über 10, 12. Ja, so 12 Euro, ja. Ist so der gebräuchlichste Schein, den wir immer so am Start haben. Ja. Sind aber alles schön, die Scheine. Oh, Handy kaputt. Ja. Wir sind jetzt hier einfach mal abgebogen, weil der Weg so unheimlich schön aussieht. Und hier ist einfach so ein riesen fetter Bambus. Man sieht es, wenn Max daneben steht. Riesig. Davon klappert er so schön, wenn der Wind einmal durchgeht. Ja, der knackt richtig. Und hier sind einfach überall diese fetten, fetten Steine. Für mich sehen die immer aus wie Dinosaurier-Eier. Nicht, wo der Weg hinführt, aber scheinbar ist er auch beleuchtet in der Nacht. Genau, ja, und hier sind scheinbar auch Beleuchtung. Das heißt, wenn wir länger unterwegs sind, kein Problem. Solange hier nicht die Dinosaurier rausschlüpfen. Hier sind überall diese fetten Steine. Hier sind wieder Affen, die sich da beim Bananenbaum Bananen geklaut haben. Oh, der schält sich die richtig. Ja. Ah, jetzt fühlt er sich wahrscheinlich zu sehr beobachtet. Ich habe ja auch Hunger. Ich bin bestimmt gleich oben. Wow. Oben angekommen gibt es hier extra so eine Station, wo man runtergucken kann. Es ist super voll. Ja, der Tagestourist an sich hat die Bimmelbahn genommen. Deswegen ist es hier ganz schön voll, aber es gibt wenigstens eine Erfrischung, was zu essen. Der Ausblick ist ganz schön. Gut getarnt. Hier im Baum sitzt eine Schlange. Die schläft da, glaube ich. Schön bunt ist sie. Die letzte haben wir im Libanon gesehen. Ich traue mich aber nicht näher dran. Wer weiß, was die so kann. Die erste, die wir in Südostasien sehen. Die Schlange kommt zum Glück nicht mit. Berg runter, aber der Hundi, der begleitet uns hier. Wartet immer brav. In der Nähe der Mittelstation finden wir den Golden Stupa. Ja, ein sehr mystischer Ort irgendwie. Also wir haben keine anderen Menschen gesehen. Sehr interessant, auch ziemlich abgelegen. Diese Stupas, die man hier sieht, das sind normalerweise Urnen. Hier soll eher was Rituelles oder auch eine Attraktion sein. Aber sonst ein sehr mysteriöser Ort. Hier scheint auch jemand zu wohnen. Hier sind die Bananen- und Papaya-Bäume. Hier ist nochmal der schöne Ausblick. Und hier wachsen Maulbeeren. Die kenne ich aus Deutschland nur in getrockneter Form. Cool. Und Max ist schon da hinten, schnell hinterher. Immer noch nicht unten angekommen, aber die Landschaft ist wirklich, wirklich schön. Hier sieht man nochmal den Penang Hill. Hier relativ unscheinbar haben wir eine Ananas. Die wächst hier, jetzt gerade nicht, aber das ist die Ananaspflanze. Normalerweise wird die da draus wachsen. Können wir gucken, wie das aussieht. Hier ist das Infoschild. So sieht das aus. Die Betelnuss wächst an einer Palme. Hier ganz oben, man kann es kaum erahnen, da sind so ganz kleine Nüsse drin. Und diese Nüsse werden als Aphrodisiakum benutzt. Hier ist ein Bananenbaum,
haben wir ja schon öfter mal im Video gehabt. Aber hier sieht man so ganz, ganz kleine Babybananen. Man darf sogar Tee probieren. Das ist Tee aus Pandanblättern und Zitronengras und Stevia-Pflanze. Die Pflanzen zeigen wir auch gleich nochmal, wenn wir die sehen. Ein Eistee. Eistee, ach so, ich habe Warmes erwartet. Oh, wirklich lecker, erfrischend. Hier haben wir die Pandanblätter, die wir eben im Tee hatten. Das ist Stevia. Das wird zum Süßen benutzt. Hat keine Kalorien und soll ein guter Zuckersatz sein. Genau, ist 300 mal süßer als herkömmlicher Zucker. Und hier haben wir ganz prächtig Zitronengras. Ich hätte es gar nicht als solches identifiziert. Max, riech mal. Oh ja, riecht richtig gut. Jo, richtig stark. Und Zitronella, das ätherische Öl daraus, wurde uns auch am Eingang gegeben zum Einsprühen gegen Insekten und Mücken. Oh, und da hinten sieht man den Frangipani-Baum. Da haben wir bestimmt auch noch mal eine Nahaufnahme von den schönen Blüten. Wir machen Fischspa und es kitzelt richtig doll. Ich habe hier ganz viele. Guckies. Das hier sind Pfefferpflanzen. Leider Lisa ohne. Ist da, wo der Pfeffer weg. Ja. Leider ohne Beeren dran. Wir haben aber gerade gelesen, der schwarze und der weiße Pfeffer können von dieser Pflanze geerntet werden. Oder der schwarze Pfeffer wird weiß, wenn er reifer ist. Das hier ist eine Nelkenpflanze und davon die Knospen, die getrockneten, sind dann hier diese Nelken, die man auch aus der Weihnachtsbäckerei kennt. Das, was hier hochrankt, ist die Vanillepflanze. Blüht leider gerade nicht. Hier haben wir die Pflanze vom Ingwer. Die Wurzel ist irgendwo unter der Erde. Und direkt nebenan die Kurkuma-Pflanze. Auch die Wurzel, das, was wir im Supermarkt finden. Genau. Das hier ist ein Zimtbaum. Davon verwendet man die Rinde. Ja. Max hat hier heimlich was abgeknibbelt. Ja, was abknibbelt so ein bisschen. Das riecht ja nach Weihnachten. Riecht passend zum ersten Weihnachtstag. Das hier ist die Kardamompflanze, vielleicht auch bei euch in der Weihnachtsbäckerei zum Einsatz gekommen. Und hier haben wir die Henna-Pflanze. Kennt vielleicht einige von euch vom Haare färben? Damit kann man alle möglichen Rottöne färben. Zum Abschied vom Spice Garden sitzt uns hier noch ein Affe auf der Stromleitung. Gefährlich! Auf dem Weg zum Monkey Beach sehen wir die ersten Monkeys. Das sind die Dusky Leaf Monkeys, die es hier nur in der Umgebung gibt, auf Penang und ich glaube noch in anderen Teilen Malaysias. So ein dunkles Gesicht, aber einen weißen Mund und so weiße Ränder um die Augen. Ich weiß nicht, ob man es genau erkennt, aber sehr niedlich. Wenn die Babys haben, sind die ganz orange, also ganz, ganz auffällig. Hier im Gestrüpp findet sich eine Frucht. Ich glaube, ich keine Ananas. Wir versuchen mal rauszufinden, was es ist. Das ist auf jeden Fall größer als Luisas Kopf. Affe auf der Futtersuche. Was hat er da gekriegt? Ich glaube, ein Maiskolben hat er da am Start. Hat dann Tourist hingeschmissen und der Affe freut sich noch drüber. Und Chips. Die sehen aber geklaut aus, lieber Affe. Weil die noch zu sind. Das machen die auch ganz gerne. Da muss man ein bisschen aufpassen. Oh, ja. So ein Brötchen ist das. Ja, und das Plastik lässt du liegen. Ich fass es nicht. Du Umweltsau! Er kaut am Fuß rum. Das sind jetzt nicht die Affen, die wir eben gesehen haben. Das sind Makaken. Die sind sehr häufig. Die findet man auch in Thailand. In Banar haben wir die auch gesehen und sonst überall. Den so die wir wilden auch Affen. Cat Beach gesehen. Der hat uns da auch schon besucht. Ja. Da auf dem Stein sieht man ihn sitzen. Das ist ein Varan. Der ist ungefähr 1,50 lang, also riesig, aber die können auch durchaus größer werden. Die können auch ganz schön schnell sein, also schneller als ein Mensch sind sie auf jeden Fall, auch wenn es nicht so aussieht. Sie haben auch Gift in ihren Zähnen, vor allem die Komodo-Warane in Indonesien. Haben wir nicht gerade gesagt, dass er giftig ist? Hier sieht man den Varan, er schleicht davon. Er ist eben hier mitten auf dem Weg und wir haben fast drauf getreten. Hier kreuzt eine mehrspurige Ameisenstraße unseren Weg. Ameisen Highway. Luisa rennt vor, ich filme trotzdem. Der Nationalpark ist echt schön und echt sauber.
Hier hinten sehen wir aber ein Problem, so eine kleine Müllinsel. Da treibt Plastik vom Ozean raus, oft ins Fischernetz, aber auch einfach Plastikflaschen und so weiter und sammelt sich da. Ist natürlich blöd für die Tiere, die da wohnen, können sich drin verfangen. Hier, diese großen Blätter gehören hier zu der Kannenpflanze. Hier sind die Kannen dran und die wächst hier einfach so in freier Wildbahn wie Unkraut eigentlich. Riesengroß. Das ist ein Fleischfresser, ein Carnivore. Also der kann Fliegen fressen oder kleine Insekten, die dann da reinfallen. Hier sind noch viel mehr, hat Max eben gesehen. Sogar ganz hier oben hängt eine Kanne dran. Diese kleinen Inseln hier unten, das müssten Aquakulturen sein. Das sind von Menschenhand gemachte, ja, kleine Becken im Meer eingelassen, wo halt eben Fische und vor allem Garnelen gehalten werden zum Verkauf. Luisa muss wieder Quatsch machen. Jetzt fängt der Weg an, abenteuerlich zu werden. Krass, was der Baum für Wurzeln hat. Und wie alle anderen Pflanzen versuchen, dran hochzuklettern. Der Kampf um die Sonne. Und der Kampf von Luisa. Es ist so beeindruckend. So riesige Bäume kenne ich eigentlich nur aus dem Erdkundebuch. Aber so in echt. Hier jetzt auch in freier Wildbahn die großen Schmetterlinge, die wir auch schon im Schmetterlingshaus gesehen haben.